Regionalliga West ist manchmal schon mal etwas wild. Und ihr wisst alle, im Wilden Westen ging es immer darum, wer am besten, am schnellsten schießen kann. Und wir finden das heute raus. Jeder Spieler hat 3 Schüsse, der härteste von dem Einzelnen und die härtesten aller 3 Spieler werden jeweils separat eingetragen. Und am Ende wissen wir, wer in der Regionalliga West den schnellsten Schuss im Wilden Westen hat. Auf der Suche nach dem schnellsten Schuss im Wilden Westen. Ja, da führt ja eigentlich kein Weg an jemanden vorbei, der Daniel Flottmann heißt. Name ist Programm? Ich wollte sagen, den habe ich noch nie gehört. Nee. Ich war auch in der Schule, ich war auch in der Uni. Den habe ich wie. Doch, habe ich ja einen hin und wieder mal gehört. Ich hoffe, ich kann es bestätigen. Ja, dann, ich glaube, du fängst an. Ja, gerne. Daniel, mach mal Flottmann. Ja. Wow, 101. Dreistellig. Dreistellig, ja, mehr war nicht drin. Ich weiß nicht. Meinst du nicht, kannst du noch mal tuppen? Doch, das war aber eher so ein Abstoß, ne, gerade. Das war jetzt erstmal das lockere Aufwärmen. Genau, da komme ich jetzt rein. Ja, dann schauen wir mal, ob deine anderen Jungs das auch so hinkriegen. Ja, hoffentlich. Boah. Ui, 88. Aber das war noch nicht ganz dreistellig. Ja. Nächster? Der wird besser. Noch besser. Ja. Aber er war ja schon mal schön. Also im Spiel wäre es ein schönes Tor geworden. Ja. Ja. Das würde ich so nehmen. Ja, ich wusste nicht, dass es eine B-Note gibt. Das muss ich mir vorher sagen. Dann mache ich doll und mache auch schön. Das ist in Ordnung. Okay, also dann der nächste geht in Knick mit 140. 140? Ja, gut. Da habe ich aber auch Winterpause. Naja. Komm, Hoffi. Uff. 106. Mal eben kurz den vereinzelten Bestwert vom Flottmann pulverisiert. Ja, war doch einfach, oder nicht? War doch nicht zu erwarten. Mal eben aus dem Fußgelenk. Mal eben locker und englisch. Also Daniel Flottmann gerade getrumpft, hat aber auch jetzt im zweiten Versuch die Möglichkeit, wieder Platz 1 zurückzuholen. Ja. Boah, 108. Der zählt. Das 108 zählt? Ja. Also das wird hier gerade so ein Hin und Zurück zwischen dir und Hoffi. Ja, der Kopf an Kopf rennen. Wir pushen uns ans Limit. Ja, also langsam ran. Ja, wäre ganz gut, wenn hier auch ein Physio in der Nähe ist. Vincent. Die anderen beiden gerade mit Kopf an Kopf und du steigst jetzt auch noch mit ein. Ich steige jetzt auch noch mit ein. Schau. 96. Oh, du bist so nah dran an der Dreistelligkeit. Ja, aber noch nicht drüber oder dran. Muss er, fehlt noch ein bisschen. Dann guck noch mal bei Hoffi zu. Das ist eine schöne Tore. Das auf jeden Fall. Also kann man sich angucken. Aber schau dir mal an, was der Hoffi macht. Der hat im ersten schon 107 gehabt. 106, Entschuldigung. Und will das jetzt noch mal bestätigen. 106. Hey, bist gleich geblieben, Hoffi. Aber wir haben gerade davon gesprochen, dass du das nochmal bestätigen willst. Und ich glaube, noch mehr bestätigen, als dieselbe Kamata zu schießen. Bestätigt habe ich es auf jeden Fall, aber trotzdem will ich ja besser werden als Flotti. Einen hast du noch. Aber jetzt ist erstmal Flotti wieder dran. Flotti, beim letzten gab es einen Sprung von 7 km/h nach oben. Ja. Jetzt? Ja. Jetzt kommt der nächste, aber also über allem steht natürlich, dass ich hier heil rauskomme und mich nicht verletze. Kein Physio, kein Krankenwagen, nix. Toi, toi, toi. Und ja, dann will ich natürlich vor den beiden Jungs auch bleiben, ist auch klar. Also verletzungsfreien Schuss, dein letzter. Oh, 92. Dein schlechtester bisher. Ja, von mir. Von mir. Also ich möchte nicht erwähnen, von wem das schon Topwert wäre, aber gut, komm. Ja, ich habe eine leise Vermutung von wem. Kopf an Kopf rennen mit der Ikone Daniel Flottmann. Jetzt die Frage, wirst du heute zur neuen Ikone? Ich werde zum Held gekürt jetzt gleich. Da musst du noch mal ein ganz bisschen was drauflegen, aber ich drück dir die Daumen. Die vielleicht neue Ikone des SV Rödinghausen, Kevin Hoffmeier. 108! Ja.
egal. So ist es in Ordnung. So nehme ich. So, so. Deine Scheiße. Also ihr seid alle gleich. Also das gibt's doch wirklich gar nicht. Mit dem letzten ziehst du dann auch noch genau gleich. Ich kann ja jetzt schon sagen, was für Konsequenzen hat. Er ist ja bei uns normal, der Freistoßschütze, Vince auch. Jetzt stelle ich mich auch dazu, wenn die Jungs das verlieren. 100%. Mein festes Schießen auf jeden Fall, aber bei Yiffey und so bist du raus. Der Ziel ist er raus. Komm, Vincent. Jetzt aber, also wenn wir jetzt schon die drei Freistoßschützen vom SV Rödinghausen in der neuen Saison haben, dann will ich jetzt aber auch mindestens die 108. Also wenn du jetzt die 108 hast, komm, dann gebe ich eine Kiste an den SVR. So, Hand drauf. So. Hand drauf, da gibt's die Hand. Komm, haben wir gut drauf, Hand ist drauf, 108, dann gibt's eine Kiste. Es geht um eine Kiste. Vincent Schaub, 106. Ah! Da fehlen zwei zur Kiste. Aber ey, 108, 106, 108. Was packen sie euch irgendwie da in die Schuhe in Rödinghausen? Ui, 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 ui. Seid ihr zufrieden? Ich bin auf jeden Fall mit zufrieden. Zweiter Platz auch gut von dreien. Sehr gut, sehr gut. Nee. Nüchternes ja. Also beim SV Rödinghausen ist man mit seinen Schüssen zufrieden. Wie zufrieden sie mit ihrer Tabellensituation sind, schauen wir jetzt mal drauf. Sehr zufrieden können Daniel Flottmann und Kevin Hofmeier sein. Beide haben es auf Platz 3, also aufs Treppchen geschafft. In der Einzelwertung gilt das nicht für Vincent Schaub, aber immerhin in der Teamwertung darf er sich auch eine Bronzemedaille, zumindest für den Moment, umhängen mit 322 Gesamt-kmh. Kriegen wir zum Abschluss noch einen flotten Spruch von dir, Daniel? Also ich mag Wortspiele. Ja, ja, weniger mit meinem Namen, aber doch, ich würde sagen, hat Spaß gemacht. Und so schnell wie wir drei zusammen, schießt ja keiner so. Ah, ihr habt gerade die Tabelle gesehen. Die Jungs wissen es noch nicht ganz genau, wie auf welchem Tabellenplatz sie jetzt gelandet sind. Aber es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht mit euch und wie die anderen Teams der Regionalliga West hier abgeschnitten haben. Wer der Schnellste im Wilden Westen ist, das seht ihr bei uns auf Sport Total. Einschalten lohnt sich. Bleibt dran, wir haben so viel Tolles auf der Plattform. Live-Spiele, auch Formate wie das hier. Die Westen-Lattenkracher zum Beispiel. Es gibt so viel zu schauen. Also, it's on you und in dem Sinne... Bis dahin.